Eine Trophäenschau ist nach dem Jagdgesetz eine verpflichtende Veranstaltung. Zahlreiche Jagdausübende sowie interessierte Besucher bekommen dadurch einen Überblick von den erlegten Wildtieren. Diese Ausstellung im Würzzuschlager Stadtsaal wurde im Vorfeld des Bezirksjägertages gezeigt, den die Jagdhorngruppe Horido musikalisch umrahmte. Die älteste Jagdhornbläsergruppe der Steiermark, Horido aus Mürzzuschlag, umrahmte die Trophäenschau des Bezirkes. Ausgestellt werden die Pflichtabschüsse der Trophäenträger: Hirsch, Gams, männlich und weiblich, sowie Rehböcke, Keilerwaffen und Muffelwild. In Reih und Glied werden sie zur Schau gestellt und mit Kennerblick begutachtet und bewundert. Eine Trophäenschau ist keine Profilierung der Weidmänner. Eine Trophäenschau ist, wie uns der Bezirksjägermeister erklärt, gesetzlich verankert. Man spricht von Pflichttrophäenschau aus dem Grund, weil ja auch der Gesetzgeber, die Landesregierung, haben will, dass wir Jäger das Wild so bejagen, dass es ohne Schäden in der Landwirtschaft und auch in der Forstwirtschaft abgeht. Also es gibt eine Jagdbewirtschaftung und das ist äußerst wichtig und das ist auch ein Weiser, wie unser Wald, unsere Landwirtschaft, in welchem Zustand die ist. Die Hauptorganisation aller Jägerinnen und Jäger ist der Steirische Jagdschutzverein. Dieser ist stets um eine gute Zusammenarbeit bemüht und achtet ebenfalls auf die Pflege des jagdlichen Brauchtums. Der Steirische Jagdschutzverein ist im ganzen Bundesland tätig und hat in den Bezirken seine Zweigstellen. Und diese Zweigstellen haben die Aufgabe, sich um ihre Mitglieder natürlich gut zu kümmern, aber in erster Linie auch die Jägerausbildung zu bewerkstelligen. Darüber hinaus kümmert sich der Steirische Jagdschutzverein ganz besonders auch um das Brauchtum. Die Jagdhornbläser, die Sänger und alle anderen Dinge, die so zur Jagd gehören, wie Hubertusfeiern und dergleichen mehr, werden eben vom Jagdschutzverein veranstaltet und ergänzen die Aktivitäten des Jagdamtes damit sehr gut. Dass das Weidwerk schon lange keine Männerdomäne mehr ist, macht sich auch in Mürzzuschlag bemerkbar. Die Mürztaler Jägerinnen setzen ihre Waffen ganz gezielt ein. Wir haben in jedem Jägerkurs immer mehr Damen dabei, die sich also dieser Ausbildung, doch sehr schwierigen Ausbildung, widmen. Und zuletzt haben wir auch eine Schießveranstaltung gehabt, bei der sogar 3 Damenmannschaften mitgewirkt haben. Und man höre und staune, eine Dame aus Spital am Semmering hat den Sieg errungen und hat damit langjährige Jäger, die bereits immer wieder mitgemacht haben, geschlagen. Was Bits und Bytes für den Computerfreak sind, ist dem Jäger sein Weidmannsheil. Die Weidmannssprache ist auf jeden Fall die Zunftsprache der Jäger. Seit Jahresanfang gibt's wieder neue Jagdkurse. Wir wollten wissen, wie versiert die Teilnehmer bei Fachausdrücken schon sind. Ja, gefestigt, weiß ich nicht so genau, aber ein paar Wochen besuchen wir da schon einen Kurs. Ja, was fällt mir da ein? Ich sage mal vom Fuchs, was man sagt, der Schwanz praktisch, ist die Lunte. Ja, die Beine, der Fiers vom Reh oder vom Rotwild sind die Läufe. Ja, die Decken, also das Fell halt praktisch, die Decke. Oder der Balg beim Marder zum Beispiel. Und das Blut ist dann der Schweiß. Der Hals beim Rehwild ist der Zimmer. Die Trophäen beim Keiler sind die Hauer. Also ein bisschen weiß ich schon, aber ich muss noch sehr, sehr viel lernen. Weidwerk verpflichtet, so das Leitbild der steirischen Landesjägerschaft.